Hey, was ist los, mein Freund? Schlag ein. Salam alaikum. Sag mal, Masha'Allah. Damit er kein Auge kriegt hier. Alles okay, mein Freund? War der gut? Ja. Okay. Hey, geh mal runter von der Bühne. Sonst stiehlst du mir die Show, Mann. Okay. Eine Frage. Ist Gott abhängig oder unabhängig? Wer sagt, dass Gott unabhängig ist? Wer sagt, Gott ist abhängig? Jesus sagt in der Bibel, Johannes 5, Vers 30, von mir selber aus kann ich nichts tun. Das ist nicht Gott. Dann, Johannes 14, 28, laut Trinitätslehre sind alle göttlichen Personen gleich mächtig, gleich weise, gleich ewig. In Johannes 14, 28 sagt Jesus, der Vater ist größer als ich. Thema wieder erledigt. Dann, zehnte Sache, Johannes 17, Vers 3, dort sagt er, dies bedeutet ewiges Leben, dass sie fortgesetzt Erkenntnisse in dich aufnehmen über dich, den einen wahren Gott, und über den, den du ausgesandt hast. Das heißt, er macht einen ganz klaren Unterschied, weist darauf hin, dass Gott der wahre Gott ist und dass er ein Gesandter Gottes ist, so wie die Muslime es sagen. Elftens, Matthäus 20, Vers 20 und 23. Dort sagt Jesus, wird gefragt, ja, nach dem Platz neben Gott. Was sagt er? Wenn er Gott wäre, könnte er sagen, ja, ihr könnt neben mir den Platz auf dem Thron einnehmen. Was sagt er? Den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht ich zu vergeben, sondern Gott. Also er sagt ganz eindeutig, dass er nicht Gott ist. Dann, 20 Vers 17, er sagt, eine Frage, hat Gott einen Gott? Wer einen Gott hat, ist nicht Gott. Gott hat keinen Gott. Gott ist Gott, oder? In Johannes 20 Vers 17 sagt Jesus, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wieder Thema erledigt. Dann, Johannes 14 Vers 24. Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern von wem? Sagt am Ende, das ist das Wort, was mir offenbart wird, von Gott. Wenn er Gott wäre, wäre es aber auch sein Wort. Oder? Ganz klarer Fall. Ich denke, das müsste normalerweise, für mich ist die Sache ganz klar. Ich weiß nicht, ob jemand eine andere Meinung hat. Wenn jemand hier ist, leider die Leute, mit denen wir die Debatte führen wollten, sind heute nicht gekommen. Vielleicht können sich einige vorstellen, warum die nicht gekommen sind. Beim nächsten Mal laden wir inshallah den Papst ein. Aber wenn jemand denkt, dass er die Punkte widerlegen kann, wir geben ihm gerne nach dieser Stunde eine Zeit, eine halbe Stunde auf die Bühne zu kommen und seine Punkte darzulegen. Aber ansonsten sollte sich jeder fragen, wenn er Christ ist, wenn er diese Punkte heute gehört hat, bitte Brüder, es dauert noch etwas. Wenn er diese Punkte heute gehört hat, er soll sein Herz fragen und soll die Stellen fragen, hier. Und soll zurück nach Hause gehen, die Bibel lesen. Kann Gott wirklich von dir verlangen, daran zu glauben, dass Jesus Gott ist und er sendet dieses Buch hinab, mit Dutzenden von Stellen, Hunderten von Stellen im Alten Testament, die ganz eindeutig zeigen, dass Jesus nicht Gott ist, wenn es bei dieser Frage um Hölle und Paradies geht, kann er, Gott will für dich das Gute. Und deswegen sage ich zu dir, komme zum Koran. Der Koran ist im Jahre 600 von Allah als die letzte Botschaft gekommen, um diese Lehre zu verwerfen.
Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Sure 5, Vers 17, لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ. Diejenigen haben den wahren Glauben verworfen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Frage dich, wenn ich die Bibel, wenn ich dir den Koran vorlese, und dort steht, Allah, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, nichts ist ihm gleich. Und im Koran steht, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, er, Allah, ist ein Einziger. Allahu Samad, der ewig unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lem yalid wa lem yulad. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Und nichts und niemand ist ihm ebenbürtig. Frage dein Herz. Frage dein Herz, ist das Gott? Und glaub mir, dein Herz wird sagen, das ist Gott. Weil dein Herz weiß, dass diese Botschaft die Wahrheit ist. Deswegen beschäftige dich damit. Und ist es nicht bemerkenswert, dass der Koran 600 Jahre später genau dieses Konzept, was ganz eindeutig den Menschen aufgezwungen wurde politisch, widerlegt? Deswegen, was hindert einen zu sagen, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer dem einen allmächtigen Gott. Jesus ist nicht Gott, Mohammed ist nicht Gott, die gehören zu den besten Menschen. Gott ist Gott. Kein Mensch, kein Mann, keine Frau. Gott ist Gott. Über unserer Vorstellungskraft. Was hindert dich zu sagen, ich bezeuge dies? Und was hindert dich dann zu bezeugen, dass derjenige, der mit dieser Botschaft kam, Mohammed ein Prophet Gottes ist? Wenn dich nichts daran hindert, dann solltest du dies aussprechen. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. Keiner sagt mit Wahrhaftigkeit von seinem Herzen, dass niemand das Recht hat angebetet zu werden, außer der eine Gott, und dass Mohammed der Gesandte Gottes, außer dass Allah für ihn das Feuer haram macht. Deswegen, was hindert dich? Und deswegen für alle Muslime, die hier sind. Und alle Nicht-Muslime, die hier sind. Vielleicht will das einer bezeugen. Und deswegen sage ich, für den Muslim, der hier ist, der soll es jetzt auch bezeugen. Und wir stehen alle auf. Steht mal alle auf. Inshallah. Jeder, der das bezeugen will. Wer nicht bezeugen will, der soll ruhig sitzen bleiben. Wer nicht bezeugen will, sitzen bleiben. Und der Muslim soll das machen, mit der Absicht, sich ab heute zu bessern. Ja, und wir sagen das vor. Und wer nicht Muslim ist, der kann das auch sagen, mit der Absicht, in den Islam einzutreten jetzt. Und dann werden alle Sünden von ihm verziehen, er ist auf dem Weg zum Paradies. Keiner ist gezwungen. Okay, ich sage das vor. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wenn ein Nicht-Muslim aufgestanden ist, hat das vom Herzen gesagt, ist er Muslim jetzt. Es sei denn, er hat das nicht mit dieser Absicht gemacht. Und wenn ein Muslim das gesagt hat, er soll heute diesen Pakt mit Gott neu führen. Weil, Alhamdulillah, ich sehe viele Brüder hier und wahrscheinlich auch viele Schwestern, ihr könnt euch widersetzen, Brüder und Schwestern, die hier sind und die weit weg sind von der Religion. Sage, ich gehe heute raus aus dieser Tür. Und ich will mich verbessern. Ich will ein besserer Muslim werden. Und wenn du als Nicht-Muslim nicht mit dem einverstanden bist, was ich gesagt habe, dann beschäftige dich zumindest mit der Religion. Und wir sind gerne bereit, dir weiter zu helfen. Das sind die Worte, die ich sage. Ich wollte noch auf eine Sache aufmerksam machen. Wir wollen den Islam in Deutschland in jedes Haus reinbringen. Unser Ziel ist es, den Menschen den Islam beizubringen. Auf gute Art und Weise. Und dazu haben wir Dauermaterial hergestellt. Wo ist das? Der holt das jetzt. Und jeder, der hier ist, CDs, ne? DVDs? So. Und wir haben Spendengelder von euch bekommen. Von den Spendengeldern haben wir uns keinen Privatjet gekauft oder sind in die Karibik geflogen, sondern wir haben dadurch solche Dinger hergestellt, Dauerprodukte. Hier, Aufkleber fürs Auto,
aber bitte nur jemand den Aufkleber mitnehmen, der ihn wirklich ans Auto klebt. Nicht, dass einer, ach ja, ich nehme 50 Stück und die werden dann alles, was weiß ich, weil das kostet uns was. Das ist eine Amena. Und dann haben wir hier DVDs. Das heißt, wenn du heute deinen Freund nicht mitnehmen konntest, hier sind schöne einige Vorträge drauf, die wichtig sind, dann nimm die DVDs mit und gebe jedem eine. Wenn du nicht Muslim bist und du willst dich damit beschäftigen, ja, höre das, sieh es dir an. Und das sind hier sind mehrere Kartons. Und ihr könnt jetzt vor der Pause, ihr könnt alle nach vorne kommen. Am besten für die Frauen da vorne, für die Männer hier, ja, damit das nicht so zur Schlägerei kommt oder so. Ja. Visitenkarten, auch ganz wichtig. Ja? Dann haben wir hier noch Visitenkarten. Super Methode, Visitenkarte. Ja. Du willst mit jemandem über Islam reden, du sagst ihm hier eine Visitenkarte, geh mal auf die Internetseite. Nimmt er auf jeden Fall mit. Beste Methode, hier hast du ein Geschenk.